der Hauptbahnhof Linz. Mit rund 30.000 Reisenden pro Tag zählt er zu den größten Verkehrsknotenpunkten Österreichs. Ganz natürlich bewegt man sich heute auch auf diesem Gebiet. Doch der Bahnhof hat auch eine weniger glorreiche Vergangenheit. Am 16. Juni 1938 wartete ein Sonderzug aus Wien am Bahnsteig. Dieser als dritter und letzter Österreich-Transport bekannte Zug hatte ein schreckliches Ziel: das Konzentrationslager Dachau bei München. Mitten unter vielen anderen Regimegegnern war auch oberösterreichische politische Prominenz, so unter anderem Landeshauptmann Heinrich Geissner, die Mitglieder der Landesregierung Felix Kern und Peter Revertera Salandra, der Bürgermeister der Stadt Linz Wilhelm Bock oder der Direktor der Linzer Arbeiterkammer Alfred Maletta. Dass diese Transporte nicht gewaltfrei vonstatten gingen, ist klar. Felix Kern beschrieb die Situation folgendermaßen: Mit dem Besteigen des Zuges fingen die Quälereien der SS-Schergen an. Es begann mit den berühmten Fußstellen, hernach die üblichen Schläge mit Gewehrkolben und so weiter. Dicht gedrängt saßen wir gefesselt in den Waggonabteilen beisammen. Zunächst kam das Kommando, alle müssten die Hände auf die Füße legen und immer wieder in das Waggonlicht schauen. Wer die Augen wegwandte, bekam Schläge. Nicht viele überlebten die Konzentrationslager. Die oberösterreichischen Politiker hatten allesamt Glück und konnten nach Kriegsende wieder nach Hause zurückkehren. Treffen wir uns bei den Löwen? Die bekannten Figuren im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes sind fast allen ein Begriff. Doch nur wenige wissen, dass sie aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen und eigentlich gar nicht in Linz stehen sollten. Im Auftrag gegeben wurden die Löwen im Jahr 1941 vom NS-Regime. Der Hallainer Bildhauer Jakob Adelhardt sollte eigentlich vier Löwen als Wappenschilder für die Staatsbrücke in Salzburg anfertigen. Das Kriegsende kam dem dritten und vierten Löwen jedoch zuvor und die beiden fertiggestellten wurden an die Stadt Linz verkauft. Dort wurden sie nach der Wiedereröffnung des Bahnhofes 1949 vor dem Haupteingang aufgestellt. Im Jahr 1999 lösten die Löwen im Zuge der Erneuerung des Linzer Hauptbahnhofes große Diskussionen aus. Der Münchner Künstler Wolfram Kastner verhüllte die beiden Löwen in Netze. Daraufhin wurden Forderungen nach der Entfernung der Löwen laut. Der Linzer Gemeinderat betrachtete die Statuen jedoch als politisch unbedenklich und so wurden sie nach dem Ende der Umbauarbeiten des Bahnhofes wieder an deren angestammten Platz aufgestellt. Bahnhöfe sind immer geschichtsträchtige Orte. Doch der Linzer Hauptbahnhof spielt hier aufgrund der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten eine besondere Rolle. Heute ist der Besuch des Bahnhofes zum Glück eine Selbstverständlichkeit und niemand muss sich über seine Geschichte Gedanken machen. Dennoch offenbart er auf den zweiten Blick mehr, als man auf den ersten erkennen mag.